Demokratie oder Freiheit? Teil 3. Erste Schritte für eine bessere Demokratie. Bevor wir große Pläne schmieden, lassen Sie uns zunächst kleinere Brötchen backen. Wie könnte man die repräsentative Parteiendemokratie verbessern, ohne an ihren Prinzipien zu rütteln? Die 5%-Hürde wird abgeschafft. Es gibt nur noch die bisherige Zweitstimme, das heißt die Stimme für eine Partei, die gleichwohl bestimmte Kandidaten in den Wahlbezirken aufstellen kann. In einem Parlament von beispielsweise 500 Sitzen entsprechen 0,2% der Wählerstimmen einen Sitz. Durch Rundungen kann die tatsächliche Zahl der Parlamentarier geringfügig von den 500 abweichen. Es gibt keine Regierung und Opposition im bisherigen Sinn, sondern diese circa 500 Personen bilden gewissermaßen die proportional zu den Wählerstimmen zusammengesetzte Regierung. Koalitionsverhandlungen, bei denen sich die Beteiligten, insbesondere die kleineren Partner, verbiegen müssen, um Anteil an der Macht zu erhalten, entfallen. Da auch die bisherigen Erststimmen entfallen, welche das komplizierte und schließlich vom Bundesverfassungsgericht in der noch bei der vorigen Bundestagswahl, also 2021, gültigen Form für grundgesetzwidrig erklärte System von Ausgleichs- und Überhangmandaten notwendig machten, würde durch entsprechende Regularien sichergestellt werden, dass die verschiedenen Regionen des Landes durch die Abgeordneten repräsentativ vertreten sind. Die Parteien haben Anspruch auf Ministerämter entsprechend ihrem Stimmenanteil. Gibt es beispielsweise 10 Minister, dann hat eine Partei, die 10% der Stimmen erreicht, Anspruch auf ein Ministeramt. Die stärkste Partei darf sich als erste ein Amt aussuchen, die zweitstärkste als zweites, etc. Hat die letzte berechtigte Partei ihr Amt ausgesucht und sind noch Ämter übrig, darf die stärkste Partei wieder mit der Auswahl beginnen. Ausschüsse werden wie bisher entsprechend der Stärke der Parteien besetzt. Abstimmungen erfolgen ohne Fraktionszwang, sind damit weniger vorhersehbar und entsprechen mit höherer Wahrscheinlichkeit dem Volkswillen. Wie man das auch durchsetzen kann, wäre freilich noch zu überlegen. Ein Bundeskanzler dürfte überflüssig sein, ein Bundespräsident umso mehr. Möchte man die Ämter beibehalten, dann sollte deren Wahl durch das Volk erfolgen. Dies wäre ein erster Schritt im Rahmen der repräsentativen Parteiendemokratie. Eine Beteiligung des Volkes in direkten Abstimmungen über wichtige Sachfragen sollte natürlich, wie vom Grundgesetz vorgesehen, ebenfalls stattfinden. Und ob Parteien wirklich notwendig sind, lässt sich diskutieren.